Unter uns geplant ist vorgruppen der fantastische Freilach-Triplets. Unfortunately haben wir müssen absagen. Und ich hatte mich schon so darauf gefreut. Ja, du und ich erst. So wir haben kennengelernt, the fabulous Freilach-Triplets during the jiddische Revue at Komische Oper Berlin. Fredel, Fradel und Freilein, Freilach. We really hit it off. Ja, die Freilach-Triplets waren das Beste an der Revue. Well, it seems they got themselves verwickelt in some undurchsichtiges, mafiöses kind of hiccup. Ja, du, und jetzt wird das gemunkert, die haben gemusst untergetaucht. So, sadly, tonight, there will be no songs from the Städtl. Oi weh, oi weh. Aber wir freuen uns, dass Sie den Weg in die Bernhard-Theater gefunden haben. Und das ist gut, dass Sie den Weg in die Bernhard-Theater gefunden haben. Sie werden sehen. Das Bernhard-Theater ist ja quasi schon unsere gute Stube, also unser künstlerisches Wohnzimmer, wenn Sie so wollen. Und es erfüllt uns mit großem Stolz und noch größerem Vergnügen, Sie alle heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Wir raten Sie ein, sich mit uns zu entspannen und sich ganz wie zu Hause zu fühlen, hier bei uns im Kreise der Gemütlichkeit. Now, ich komme nicht umhin zu notieren, that some of you decided to dress simple. Really? Das mag nicht. No, listen, this is ein Wohlfühlabend. Und so, das ist oberstes Gebot. Du musst nicht wohlfühlen. Dress to whatever works for you. For uns das ist am besten to dress like this. Hallo Freunde, hallo! Ich bin eure Fräulein Schneider. Ich freue mich, dass wir uns endlich einmal alle wiedersehen. Da, gerade heute Nachmittag in Halle und Make-up habe ich noch zu Ursli gesagt. Ich sage Ursli, sage ich noch Ursli. Wann haben wir die Leute eigentlich das letzte Mal gesehen? Das weiß ich noch nicht. Was kann man? Ich erinnere mich, Bella Italia. Ja, wir sind ja alle zusammen in die Toskana gereist. Wie wär's, die Geschwisterpiste in der Toskana? Ah, da war das richtig schön. 2017 ist das gesehen. Leider ging's zu schnell vorbei. Meine Damen und Herren, wenn ich Sie so sehe, ich fühle mich fantastisch. Wissen Sie, die Leute denken immer, eine Showstar sein. Das heißt, den ganzen Tag auf eine Chaise Longue zu schlechtes Roman zu essen, Bonbons zu essen. Nee. Eine Showstar ist ein Mensch, der ungeheuer arbeitet. Ich bin eine Arbeiterin. Und da habe ich mich gut gehalten. Ne? La 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 la
Und B, weißt du, was mich jetzt wirklich entspannen würde? Eine von mir selbst gemixtes, mit viel Hingabe gemachtes Gin Tonic. Ah, das merke ich aber auch. Ja, exquisitos, jetzt ist erst einmal meine Frau dran. Nummer nicht gesprengt. Da ist nochmal andere wie zu Paris. Was ist Schweizerdeutsch für Ladies First? Das ist sexistisch. Ich habe da schon etwas vorbereitet für den Fall der Fälle, weil ich kenne ja meine Frau. Nada. Weil wissen Sie, meine Damen und Herren, berufstätige Frauen, auch Showstars, braucht noch ab und zu mal eine kleine Belohnung. Eine Freude, ein Geschenk ohne alle Folgen. My favorite color. Thank you.
Achse. Maker, the man on the street. You see, child of the father.
laktoselastiges Ernährung. Ich löbe laktoselastiges Ernährung. Ich glaube, ich kann sagen, ich bin laktosophil. Mein absoluter Liebling ist der Lactobacillus debrücki suspectius bulgaris. Das ist ja interessant. Ist es auch. Tell all. Also in diesem Fall bin ich ganz heimatverbunden. Joghurt, Damen und Herren, Joghurt. Das Lactobacillus debrücki suspectius bulgaricus ist nämlich ein gram-positives, stäbchenförmiges Bakterium, das zur Herstellung von Joghurt verwendet wird. Dabei verstoffwechselt das Bacillus. Wait, now listen, just to get things straight, this is not Dunja Reiter. The Ähnlichkeit ist verblüffend, but this is Force for the Loop. Genau, Force for the Loop. Der Urgroßvater sozusagen. Ein Ahne. Ja. Tony, ja. I'm thinking perhaps we should pass this around. Nein. Ich rede keine freilaufenden Tiere im Theater. Stell es einfach zu Herrn Roloff auf den Flügel, das ist so gut. Ja. Okay, ich stelle es einfach zu Herrn Roloff auf den Flügel. Ja, das sag ich. I wasn't listening. Cool. Ja, okay, kannst du mir das einfach machen? Kurz den ganzen Raum. Okay, und jetzt, also meine Damen und Herren, wenn ich das noch ganz kurz erwähnen darf, unsere Kuh, das war nämlich ein Geschenk von mir an meine Frau zu unserer silbernen Hochzeit. Ja, das stimmt, das war so schön. Am Hochzeitstag. Am silbernen Hochzeitstag. Das Bakterium, den in der Milch vorhandenen Zucker, Milchzucker, also die Laktose, zu Milchsäure. Und dies führt dann eben zur Säuerung und zur Dicklegung der Milch. Schöner und poetischer. Hätte ich es selber gesagt. Roses are red, violets are blue. This doesn't rhyme. Why waste the ink? Laktose bietet ja so viele Möglichkeiten, meine Damen und Herren. Milch, Käse, Kefir. Joghurt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein Festival der Kultur. Ja. Nehmen Sie zum Beispiel Butter. Butter gehört in jedes gutes Gericht dazu. Sonst wäre es ja zu leicht. Ich denke, es ist Butter nach Kefir. Rein damit. Und dann Butter, Butter. Yeah, the gates were shut, the door steep.
Halte das nicht aus. Wir sind näher, wir sind näher.
der Bühne erleben. So geht es bei uns bis es im Grundgenau immer zu und her. Das ist für die Halle. Also, wir sagen, wir singen quasi Tag aus, Tag ein, von früh bis spät, runter drauf los, was uns gerade in den Sinn kommt. So, excusez, kommst du weg? Genau. Also, was, wo war ich denn? Wir singen quasi Tag aus, Tag ein, hat das Kabel in den Gitarrenständer gelegt. Also, wir haben immer ein paar lustige Töne im Kopf, ein paar lustige Instrumente zur Hand, wenn wir sie dann endlich gehört haben. Denn wie heißt es schon so schön bei Shakespeare? Das ist ein Stichwort. Wenn Musik der liebe Name ist, spielt weiter. Shakespeare. Drum jetzt hier für Sie eine kleine Hausmusik. Bitte, meine Herren. Oh, wie das macht! Die Projekt kommt noch vor.
and start over again. You're a wonderful baby, living a love. The sad man says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on green legs and bows, where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, I'll watch while you grow. If I knew a future, you'd be first on the phone. But I don't know nothing of what life's about. Just as long as you live, you'll never find out. Wonderful baby, nothing to fear. Love who you will, but don't what you hear. They'll whisper sweet things that make you untrue. So be good to yourself. Meine Haut, immer speckig. Kaum habe ich mein Gesicht gewaschen, schon glänzt es wieder. Und dann diese großen Poren. Kommen Sie herein, Adonis. Sie können alles von mir haben. Alles? Alles. Wie ausgedörrt, meine Haut. Sie ist spröde und spackt. Ich kann kaum Make-up benutzen. The Love Generation. Certainly not least. Wollen wir bedanken uns bei dir. Du bist ja unser Publikum. So I guess what I'm trying to say is thank you for the enormous, großzügige amount of Liebe and Bewunderung with which not just tonight, but the ganzen Jahren hindurch. Thank you so much. Yes, thank you. Das ist ganz important, to be loved. Oder um es mit einem Lied zu sagen. The world still is the same. You as the stars shine above. Well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody. Unless you find somebody. You ain't nothing but a knock of a thing. You ain't nothing but a knock of a thing. You ain't nothing.
unsere Devotionalien verkauft werden als CDs, LPs, Musikkassetten, das ganze Zeug. Ja, das hier ist unsere neueste Errungenschaft, ja, unsere aktuelle CD zur neuen Show mit allen Liedern des heutigen Programms. Greifen Sie zu. Ja, Sie sind jetzt praktisch wieder vor Weihnachten, meine Damen. Vor Weihnachten. Also greifen Sie zu, dass es keine Tränen gibt unter dem Baum, wenn Sie noch so ein Abspielgerät haben. So, meine Damen und Herren, und in diesem Zusammenhang auch nochmal einen recht herzlichen Dank unserer Kapelle. Möchte die Musiker namentlich einzeln und persönlich vorstellen. So viel Zeit muss sein, kurz vor Schluss. Wir beginnen hinten links. Dieser Herr trägt nicht nur die... Hey!
sogenannte ultimative Rausschmeißerzugabe. Ein letztes Glas im Stell. Ein letztes Glas im Stell. Aber wir können Sie nicht nach Hause gehen lassen, ohne Sie noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass draußen im Foyer, im Eingangsbereich, an unserem Souvenirstand unsere Devotionalien verkauft werden. Also 10, 20 Kassetten, LPs, das ganze Zeug. Ja, das hier zum Beispiel ist unsere neueste Errungenschaft, unsere neueste CD zur aktuellen Show mit allen Liedern des heutigen Abends. Für die jüngeren Zuschauer, da ist so eine silberne Scheibe verwendet. Und mit dem richtigen Abspielgerät vielleicht bei Ihren Eltern. Ich möchte die Musiker namentlich einzeln und persönlich vorstellen. Ja, so viel Zeit muss sein, so kurz vor Schluss. So, wir beginnen hinter links. Dieser Herr hier trägt nicht nur die gleiche Frisur wie ich, er trägt auch das gleiche Instrument, er trägt es tiefer, er spielt es besser. Er spielt auch die Trompete und die sogenannte Wütmundschlauchbox. An der Gitarre der Mann mit der flinken Linken, Gerry Schmalzel! Bringt ihr neues Glück.